4 Methoden gegen dunkle Hautflecken am Hals. Trotz regelmäßiger Schönheitspflege ist das Erscheinungsbild nicht perfekt, wenn sich am Hals dunkle Hautflecken bemerkbar machen. Die Pflege dieses Bereichs ist nicht immer einfach, doch mit einfachen Tipps, die du in unserem heutigen Artikel findest, kannst du sehr viel erreichen. Erfahre, wie du dunkle Hautflecken am Hals beseitigen und ein schönes Dekolleté vorzeigen kannst. Tägliche Pflege. Wenn du unsere Empfehlungen regelmäßig anwendest, wirst du bald einen Unterschied sehen können. Den Hals mit Milch einreiben. Dieses Produkt ist ein sehr bewährtes Hautreinigungsmittel. Danach die Haut am Hals mit einem natürlichen Peeling behandeln. Etwas Olivenöl mit Zucker vermischen und den Hals mit dieser Mischung sanft massieren. Du kannst auch Zitronensaft verwenden. Dieser ist ein hervorragendes Aufhellungsmittel. Danach die Haut mit reichlich Wasser abspülen und eine Feuchtigkeitscreme auftragen. Verwende dieselbe Sonnenschutzcreme wie für das Gesicht, um die Entstehung weiterer Flecken zu vermeiden. Bevorzuge hier auch eine natürliche Creme. Nach der Anwendung von Zitronensaft darfst du nicht an die Sonne. Ansonsten könnte genau die gegenteilige Wirkung entstehen. Mit Zitrone. Die Zitrone hat vielseitige Eigenschaften, die darin enthaltene Zitronensäure ist für die aufhellende Wirkung verantwortlich. Du kannst eine der folgenden Anwendungen auswählen, um dunkle Hautflecken am Hals zu beseitigen. Zutaten: 5 ml Zitronensaft, 5 ml Rosenwasser. Anweisung: Zitronensaft und Rosenwasser vermischen. Nach der gründlichen Reinigung und dem Peeling wird diese Mischung abends sanft auf die dunklen Hautpartien am Hals aufgetragen. Die ganze Nacht wirken lassen. Am nächsten Morgen mit Wasser abspülen. Diese Behandlung einen Monat lang täglich durchführen. Du wirst feststellen können, dass die dunklen Stellen am Hals heller werden. Du kannst diese Mischung gleich für mehrere Tage zubereiten. Als Alternative kannst du auch folgendes Rezept ausprobieren. Zutaten: Saft einer frischen Zitrone, etwas Kurkuma-Pulver, 1 Wattebausch. Anwendung: Zitronensaft und Kurkuma gut vermischen und mit dem Wattebausch auf die betroffene Hautpartie auftragen. Die Mischung 10-15 Minuten einwirken lassen. Mit reichlich Wasser abspülen. Hafermaske. Eine selbst zubereitete Hafermaske kann ebenfalls sehr hilfreich sein, da Hafer ein hervorragendes Produkt für ein Peeling ist. Außerdem ist diese Mischung ideal, um die Haut aufzuhellen. Zutaten: gemahlener Hafer, Tomatenfleisch, Wasser. Anwendung: Hafer mit dem Tomatenfleisch vermischen, bis eine mehr oder weniger homogene Masse entsteht. Die Mischung auf die Haut auftragen,
insbesondere auf die betroffenen Stellen. 15-20 Minuten wirken lassen. Danach die Haut etwas befeuchten und eine kreisförmige Massage durchführen, so werden die abgestorbenen Hautzellen beseitigt. Dieses natürliche Haferpeeling 5-7 Minuten wirken lassen und mit Wasser abspülen. Danach eine Feuchtigkeitscreme in die Haut am Hals einmassieren. Mit Natron. Zutaten: 1 l Salz, 1 l Olivenöl, 1 l Natron. Anwendung: Alle Zutaten in einer Plastikschale vermischen, bis eine homogene Creme entsteht. Auf die dunklen Flecken auftragen und 20 Minuten wirken lassen. Danach mit kaltem Wasser reinigen. Wähle jene Behandlung gegen Flecken aus, die dir am besten zusagt, um einen perfekten Teint zu erreichen. Die Zutaten sind im Handel überall erhältlich und die Zubereitung ist schnell und unkompliziert.